Valentin Stocker, der Rückkehrer aus Berlin, steht heute bereits in der Anfangsaufstellung, genau gleich wie Fabian Frey, Rückkehrer aus Mainz. Frey kann gar nicht warten, bis er endlich kicken darf. Eder Balanta, der Verteidiger, spielt mit eingeschienter Hand, begeht dann aber mit der anderen ein Handspiel, das zu einem gefährlichen Freistoß führt. Ja, Handspiel des Kolumbianers, der sich hier für die Freistoßabwehr rüstet. Der Freistoß getreten durch Gernt und da gibt es nichts abzuwehren. Das ist das 1-0 für Lugano in der 6. Spielminute. Ein wunderbar getretener Freistoß des Schweden Gernt, der von IB nach Lugano kam. Lugano mit Sabatini und Balanta scheint mit seinem eingeschienten Arm die Balance nicht zu finden. Schon wieder Handspiel mit der gesunden Seite. Die Hand ging zum Ball, trotzdem bleibt der Penaltypfiff aus. Der FC Basel bleibt ruhig, für meinen Geschmack sogar etwas allzu ruhig. Keine Torchance, keine Dominanz. Doch in der 25. Minute endet dieser Ausflug von Lugano-Hüter Da Costa mit einem Elfmeterpfiff. Da Costa kann es kaum glauben und der Zeitlupenbeobachter empfindet den Entscheid zumindest als streng. El Yunusi läuft zum Strafstoß an und Da Costa hält. Schwach getreten dieser Elfer, vielleicht änderte El Yunusi im letzten Moment noch seinen Plan. Diesen Auftakt hatte sich die Basler Führungsriege bestimmt ganz anders vorgestellt. Heiß seien die Basler Spieler, so hieß es, davon ist aber erst gegen Ende der ersten Halbzeit wenigstens ein bisschen etwas zu spüren. Chakas Schuss deutet etwas in dieser Richtung hin. Und dann meldet sich auch Valentin Stocker mit diesem Torabschluss zurück. Aber mit Lugano führt zur Pause die weitaus motiviertere Mannschaft. Basel nach dem Seitenwechsel einsatzvoller, hat aber Mühe gegen die technisch starken Tessiner, die sich hier herrlich durchkombinieren. Nur Goli Vaclik kann Gernt an dessen zweitem Treffer hindern. Der FCB mit Stocker, mit Ayeti, mit viel Wirrwarr im Strafraum. Aber penaltyreif war auch hier nichts wirklich. Immerhin, es läuft etwas. Weiter, weiter, vorwärts. Und nach einer Stunde kommt Dimitri Oberlin, der eben zum Youngster des Jahres gekürte Stürmer, soll zum Umschwung beitragen. Das ist allerdings kein Grund für Lugano, sich ins Schneckenhaus zurückzuziehen. Das Team von Pierluigi Tami agiert weiterhin selbstbewusst und produktiv, wie dieses Beispiel zeigt. Basel-Coach Vicky motiviert nun seinen großen Kämpfer Seredie, bringt dann aber einen anderen, nämlich Samuele Campos. Der FCB nun immer drückender, unterdessen auch noch mit Ricky van Wolfswinkel. Aber die Zeit wird knapp, auch aus dieser Szene ergibt sich wenig. 78 Minuten sind bereits vorbei. Die Anspannung, die Nervosität wird immer größer bei beiden Trainern und natürlich auch den Spielern. Und nun belagert der FC Basel das Lugano-Tor immer mehr. Stocker, nochmals Stocker. Van Wolfswinkel, lang, wer erzielt den Ausgleich? Immer noch keiner. Die Belagerung des Lugano-Tors ist aber riesig. Nur noch Minuten fehlen, bis Penaltykiller Da Costa zum Matchwinner avancieren könnte. Doch genau der lässt hier den Ball fallen und auf der Linie rettet Verteidiger Rouillet. Ein weiterer Held in Luganos Abwehrschlacht ist geboren. Denn die Festung Lugano kann heute nicht eingenommen werden. Die Überraschung ist perfekt. Lugano gewinnt in Basel mit 1-0.
Red Club. We say, hey, hey, 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 we say, h